Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Elden Ring geht wieder weiter. Ich meine, was soll ich groß sagen? Ich bin im DLC und auf dem Weg zu den letzten Bossen. Mal schauen, welche uns heute so über den Weg laufen. Das letzte Mal habe ich hier diesen Kumpel auf dem Schwein. War das ein Schwein? Oder war es ein Nashorn? Oder ein Nilpferd? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich den Kumpel hier besiegt. Und ja, auf einem großen Schlachtfeld. Sieht ziemlich cool aus alles hier. Gefällt mir, da ist der fette Baum. Und hier geht's wahrscheinlich einfach nur in eine Schlucht. Ein Wildschwein war's, Marcel, stimmt. Danke. Okay. Ich würde sagen. Oh, okay. Scheiße. Ich hab Lags. Immer noch. Das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Hoffentlich kann ich es euch nochmal zeigen, wenn ich hier am Rennen bin. Ich renne hier jetzt einfach mal kurz im Kreis. Dann dürfte man es, glaube ich, ganz gut sehen. Na, wobei ich nicht weiß, wie oft die halt vorkommen, ne? Jetzt mache ich mal weiter. Vielleicht war es einfach nur ein kleiner. Hopp. Ich bin da, Schluck auf vom Computer. Und hoffentlich passiert nicht mehr. Schauen wir mal. So, was ist hier los? Einmal ganz kurz die Map checken. Ja, da ist eine fertig. Du bist ja ein seltsames Gebäude. Okay. Hier ist eh alles seltsam gerade. Das ist so der bisschen der Garten vom Schloss, ne? Gucken wir uns mal erstmal ein paar Ecken an hier. So, was geht denn hier drüben in der Ecke? Wahrscheinlich gar nichts. Wobei Elden Ring schon auch so ein Ding ist, ne? Wo man. Schade. Ich dachte, ich hätte jetzt schon ganz schön dunkel hier. Hätte schon eine Ecke gefunden, in der irgendein geheimer Durchgang aufgeht. Nope. Was ist da unten? War ich da schon? Das ist hier. Da war ich noch nicht. Ich bin hier unten rausgekommen, irgendwo. Und bin direkt nach links. Da könnte ich auch noch mal hingucken, hier oben in die Ecke. Okay. Bin gespannt, was hier geht jetzt. Ein Boss, den man nur über eine langwierige Quest erreicht. Ah, ja, da müsst ihr mir dann vielleicht helfen. Abgefackeltes Haus. Was ist hier? Scharfschützen-Talisman brauchen wir wahrscheinlich eher nicht. Hey, wer bist du denn? Aua! Hören Sie bitte auf. Geht's noch? Gaius Beinschutz. Jetzt war hier ein so ein Typ. Und ansonsten ist hier ruhig.
Es ist seltsam. Wir gehen mal durch die Vordertür. Da hinten ist der Drachengipfel. Das sieht auch wieder geil aus hier, ne? Mit der fetten Burg. Was ist das? Was habt ihr denn in eurem Hintergarten? Gardubaumkelch. Okay. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn ich hier gierig werde, prügelt mich das Spiel. Gesegneter Knochensplitter. Werden wir gierig. Let's go. Gib alles her. Hä? Hallo? Okay. Oh. Kann ich hier rein? Würde gerne... mit dem Skadubaum jetzt. Kann ich mich nicht irgendwie hinsetzen nochmal? So ausruhen oder so? Doch. Moment. Schön. Ich fühle mich kein bisschen sicher. Aber schön. Ich habe ja schon in FromSoftware-Spielen erlebt, dass man einfach sich irgendwo hinsetzen muss und dann einfach warten muss, um irgendwo hingebracht zu werden oder sonst irgendwas. Und das hier hat irgendwie so einen Vibe gehabt. Hatte ich so ein Feeling von wegen, bleib hier mal einen Moment und dann wirst du schon, dann wird schon was passieren. Aber... es scheint dass ich mich getäuscht habe. Nun gut, dann nicht. Komme ich hier wieder raus? Ja. Ja, also ich meine, die Beute war gigantisch. Ich habe einfach 5 oder 6 so Skadubaum-Dinger gekriegt. Das ist geil. Mächtig. So, den haben wir verprügelt. Das Wildschwein und seinen Reiter haben wir verprügelt. So. Ach, der wird mir hier jetzt sogar angezeigt. Okay, dann hat's doch irgendwas mit dem Ding auf sich, oder? Hm. So, na gut. Hier war ich noch nicht. Wie komme ich da hin? Ein bisschen so aus, als wäre hier irgendwie vielleicht eine Möglichkeit. Oder durch diesen Turm. Vielleicht hier unten beim Kirchenbezirkeingang, dass ich da irgendwie hier hin kann. Weil das ist ja noch ein riesiges Gebiet hier. Da muss doch noch irgendwas gehen. Was war eigentlich hier nochmal? Ich guck da jetzt einfach nochmal hin. Ich bin mir nicht mehr sicher, was der von mir wollte, der Fürst Ymir.
Ymir. Was erzählst du mir nochmal? Stimmt etwas nicht? Ihr wollt wohl noch eine Lektion aus mir. Ach so. Ach, deswegen. Ja, nee. Ja, deswegen. Okay, deswegen hat er mich nicht weiter interessiert. Hier kann man bloß Zauberzeug machen. Zauberzeug ist... Nee. Mag ich nicht. Jetzt gucke ich mal... Vielleicht hier hin? Dann da rechts hoch? Hm. Bin mir nicht so 100% sicher. Da ist noch ein NPC. Okay. Nicht zu viel verraten. Wenn er nicht nötig ist, der NPC, und ich ihn nicht bemerke, dann... Lasst mich ruhig. Lasst mich ruhig in solche Dinge laufen. Ist das ein NPC hier oder was? Guck an. I've no interest in small talk. My only concerns are the concerns of Count Ymir, and you are not among them. Aha. Ja gut. Vielleicht habe ich schon mit dem geredet und es hat mich genauso wenig interessiert wie das Gebrabbel von dem Zauberer. Naja. Unnützer Unsinn. So. Also. Was ist das hier? Warum ist hier auf der Map so ein Symbol? Ich düse da mal hin. Da sind ein paar Wölfe. Wolfsrudel, Hallöchen. Euch habe ich eigentlich nicht so viel Bock. Bin nicht so der größte Wolfsfreund, Hundefreund in From Software spielen. War ich hier oben schon? Hm. Da habt ihr es gesehen, da war jetzt ein Standbild. Ich hoffe, das war jetzt wegen diesen Skelettos. Ey. Hier sind ja ein Haufen von denen. Na, dann lassen wir es. Was denn eigentlich? Wo bin ich hier gerade? Achso, ich darf nicht auf die Map gucken, wenn so Gegner in der Nähe sind. Hm. Ja, ja, ihr. Kommt, ihr. What the freak? Okay. Seid ihr für welche? Ah, auch irgendwelche Skelettos einfach. Alles voll mit Skeletten hier. Jungs, chillt mal. Hä? Was bist du? Hast du ein Problem mit mir oder kann ich mit dir quasseln? Ich kann mit dir reden. Warum darf ich nicht? Jetzt. Handbuch der Sammlerbrut. Taujuwel. Okay. Von mir aus. Dankeschön. Ah. Das sieht doch gerade schon so aus, als könnte ich irgendwie über diesen Turm da hoch vielleicht.
Also aus der Position, in der ich gerade war, sah das in der Entfernung ein bisschen so aus. Sieht doch voll so aus. War ich da nicht schon oben auf dem Turm oder habe ich den übersprungen? Da bin ich mir jetzt gerade echt nicht sicher. Was ist das hier? Was bist du für ein Turm? Was kannst du? Was gibst du mir? Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich hier... Wahrscheinlich... Ich gehe davon aus, dass ich hier schon... Blödsinn gemacht habe, aber wir gucken trotzdem nochmal rein. Schimmerplattenglühwürmchen. Geh mit meiner großen Keule und meine große Keule geht mit mir. Ab nach oben. War's schon? Weiter hinauf. Ja, nee, hier war ich schon. Hier war ich schon und hab leer gelootet. Hier geht's leider nicht... nicht weiter hoch. Schade, wie komme ich da hin? Was ist das? Darüber? Über dieses Ding? Also wenn die Lags jetzt zunehmen, dann hat sich das mit der Aufnahme erstmal erledigt für heute. Die Lags sind gerade öfter passiert. Okay, irgendwas ist gestorben. Und hat mir Runen vorbeigebracht. Wow. Also, einmal kurz ein Programmchen starten, mit dem ich die Leistung überwachen kann und dann mal schauen, ob ich irgendwelche seltsamen Peaks sehen kann. Scheiße. Oh, Windows 11, warum musst du mich so sehr ärgern? So, lassen wir den mal im Hintergrund einfach mitlaufen und machen noch weiter. Schon krass, ne? Unter Windows 10 war alles bestens. Und unter Windows 11 hat man hier einfach random... Ich habe einfach ein random Standbild. Anders kann ich es gar nicht sagen. Was ist das? Wo wolltest du mich hinschicken? Bitte? Hä? Moment. Was ist denn das für eine Randomness hier? Muss doch noch irgendwas gehen. Oder ist das nur ein Punkt, zu dem ich von da oben dann runterspringen kann? Ist das quasi eine Landeplattform? Oder übersehe ich irgendwas? Oben gibt's doch noch was in dem Turm. Der Turm ist doch noch, da ist noch irgendwas. Also das kann nicht alles sein. Ich war noch nicht ganz oben auf dem Turm. Hat das wieder was mit den Schildkröten auf sich?
Schildkrötenhalsfleisch. Da unten ist so ein brennendes Ding. Dem will ich mich nicht anlegen. Ich habe noch nicht eins von diesen Dingern gekillt, ne? Hat auch voll Nacht hier gerade. Ich sehe nichts. Aber hier ist auch nichts. Jede Wand verprügeln hier ist doch jetzt auch Quatsch. Vielleicht irgendwo noch was, was ich übersehen habe? Nee. Ein Schalter oder Hebel, der irgendwie diesen Aufzug ändert, dass er höher fährt? Nee, aber höher kann er ja gar nicht fahren. Doch gar nicht, wie komme ich noch höher? Hier. Es sieht doch so aus, als könnte ich hier irgendwo. Ist hier irgendwo eine Leiter? Die ich nicht sehe. Ist nämlich auch schon mal passiert. In Dark Souls 2. Irgendeine random Leiter nicht gesehen. Die direkt vor mir war. Halben Meter. Neben der Leiter stand ich. Diese Spitze wirkt irgendwie so deplatziert. Diese Spitze hier, die wirkt unglaublich deplatziert. Aber das ist auch nix. Ich hab's ja gesagt. Ich wusste es, dass ich da sterbe. Nun. Wait, what? Doch, hä? Da. Ich hab grad den Turm gesucht. Und einfach nicht gesehen hinter mir. Oh, was? Mein Loot liegt jetzt da oben, oder was? Och, nö. Ja, die 36.000 Seelen, auf die kann ich auch pfeifen. Gut. Schwierig. Also, der Turm. Ja. Vielleicht. Aber ich glaube, der ist es nicht. Es könnte natürlich sein, hierdurch vielleicht. Dass es darum dort noch hingeht? War ich da schon überall in dem im Wintergarten? Hier so durch. Mach's Loch auf. Nix. Habt Erbarmen für die verstorbenen Schamanen. Geht's hier noch irgendwo nach links oder so? Nee.
Hinter die Mauer will ich. Hm. Willst du einen Tipp? Ja, so langsam, glaube ich, brauche ich den. Zumindest mal das Gebiet, in dem ich suchen muss. Aber meistens finde ich es dann schnell, wenn ich das Gebiet kenne. Ich hätte jetzt, als nächstes wäre ich, glaube ich, hierher gegangen. Und hätte mal geguckt, wie es hier aussieht, da irgendwie in die Ecke. Oh, okay. Die Frage ist, habe ich die schon? Oh. Geisterung um Gnade betteln bei meinem Schwerte, Fingerschnipsen. Gott, Erbarmen. Hm. Ehrfürchtige Verbeugung. Klingt nicht schlecht, hätte ich mal gesagt. Oh, also, ich bin so eine ehrfürchtige Verbeugung. Oh. War es wohl nicht. Bei meinem Schwerte. Ah. Oh. Begeisterung. Ah, anscheinend nicht. Also, was haben wir denn hier so? Seitlich sitzen, Ruhe, mit gekreuzten Beinen dösen, hat jetzt glaube ich Gnade, doch Gnade betteln vielleicht, habt Gnade mit den Schamanen. Ah, was steht da noch? Habt Erbarmen. Ach so, Erbarmen. Nichts. Gnade. Ups. Verbeugung. Erbarmen. Höfliche Verbeugung, wie ihr wünscht. Ring von Mikela. Euer sporne mich an. Welche? Oh, ich weiß nicht mal, ob ich irgendeine. Irgendeine Geste bekommen habe für. Vom DLC. Möge der Beste gewinnen, ermutigender Ruf, ehrfürchtige Verbeugung, was wollt ihr? Bei meinem Schwerte, Feuersporn, nämlich an Ring von Mikela. Um Gnade betteln, innere Ordnung. Vielleicht? Gebet? Niedergeschlagenheit seitlich und so. Gebet? Nun. Ich habe das Gefühl, diese Geste habe ich noch nicht. Guten Abend zusammen. Hi Sepp, grüß dich. Die Geste habe ich nicht. So, und wir haben Legs. Ah, scheiße.
Ich werde an dieser Stelle die Aufnahme beenden und wir schauen mal. Die Geste heißt Oh Mutter. Ah, okay. Mutter. 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 Welche? Es erinnert mich an irgendwas. Dieses Oh Mutter erinnert mich an irgendwas. Da klingelt irgendwas ganz, ganz, ganz weit hinten mit einer Mutter. Ah, vielleicht wegen dem Endboss aus dem Hauptspiel. Der Typ, der gleichzeitig Vater und Mutter war oder sowas. Hey, Pat, grüß dich, hi. Fällt mir jetzt nicht ein. Ich möchte trotzdem einmal die Aufnahme beenden. Ich schneide das nachher wieder zusammen. Testaufnahme. Weil damit alles läuft. Nicht, dass es nachher bei der Aufnahme... Ich renne hier einfach jetzt im Kreis. Und derweil können wir uns ja ein bisschen über diese dämliche Gestensache unterhalten. Und ich schau mal, wie es hier mit dem Lag aussieht. Also das waren ja schon heftige Standbilder. Ja, die Gesten. Oh Mutter. Jetzt helft mir kurz auf die Sprünge, ob ich... irgendwo im DLC bereits was Mutterhaftes mitgekriegt habe oder ob ich das gerade mit Marlene und wie heißt der Endboss nochmal vor Elden Beast und dem und der Geschichte verwechsle, weil das ja irgendwie so auch so ein Mutterding ist. Radagon, genau, so heißt er, ja. Ob ich da vielleicht was verwechsle. Oder ob ich hier schon im DLC bereits irgendwas mit einer Mutter getroffen habe, was darauf hinweist. Und die Geste müsste ja dann wahrscheinlich... Boah, Kriege ich die durch einen Boss wahrscheinlich, ne? Dass ich da einfach irgendwo einen Boss erwisch. Geste ist random platziert, das auch noch. Oh Gott, okay, dann wäre ich da. Ich glaube dann, ich weiß nicht, wenn ihr sagt, sonst finde ich den Blödsinn eh nicht. Ohne dass ihr mir kurz sagt, wo die ist. Wenn man da zufällig drauf stoßen muss, dann ist das doch auch bescheuert. Ohne Hilfe nie gefunden. Okay. Ja, dann in dem Fall denke ich, lasse ich die Aufnahme jetzt einfach mal laufen und wir schauen mal ins Bonnie-Dorf. Ist das das hier? Ja. So, genau. Mir wurde geholfen. Mal gucken, ob die Lags vorbei sind. Ich habe Bluetooth komplett deinstalliert. Das Gerät vom Motherboard. Die Verbindung gekappt. Weil ich mal gehört habe, dass Bluetooth Probleme... Gut, das war's nicht. Auf jeden Fall suche ich hier nach einer Geste. Schauen wir mal, ob es jetzt... Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das ein random Zufallslag gerade war, sondern dass das wieder die gleichen Lags waren, wie die, die mich die ganze Zeit schon ärgern. Wer ist er denn? Der nackte Kumpel da unten. Aua. Aua, 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 aua. Hören Sie bitte auf. Großer Herrscher. Ja, okay, es ist einfach...
Und die Lags werden auch immer länger. Sehr unglaublich. Also diese Lags zu finden, das ist tatsächlich jetzt die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Die ich so häufig schon hab machen müssen. Aber das muss eigentlich, ist das vielleicht gar nicht Bluetooth, sondern es gibt irgendwie so ein, wenn man einen Xbox-Controller verbindet mit dem PC, dann wird immer irgendwie nach dem, so ein Hallo-Abfrage quasi geschickt. Bist du noch da? Und diese Hallo-Abfrage, die kann Lags verursachen. Hat die vielleicht, ich dachte, das hätte mit Bluetooth zu tun. Aber vielleicht ist es auch gar nicht Bluetooth. Aber ja, wir haben immer noch diese... Hey! Brauchen eine Rune. Wenn das dann auch noch so ein weißer Loot ist, ne, dann das ist, ich lasse so ein Zeug halt auch einfach liegen. Ich sammle teilweise gar nicht alles. Weil das Spiel einem so viel Schrott entgegenwirft. Also, für mich Schrott. Ich weiß, manche benutzen das Zeug und finden es furchtbar wichtig. Ich halt nicht. Tut mir leid. Ey! Ey! So, jetzt haben wir dann bald ein ganzes Dorf ausgerottet. Da drüben noch. Gibt's noch ein bisschen mehr auszurotten. Was ist das hier unten eigentlich für ein Pfad? Da unten ist auch noch Loot, ne? Oh Gott, jetzt muss ich auch noch da runterhüpfen zu den Hunden. Ich will hier nicht rasten, ich will hier nur Pause machen. Da starte ich die Aufnahme wieder. Und wir sind wieder im Spiel. So, gucken wir mal, ob die Lags aufhören. Wieder ein paar Dinge gemacht. Das könnte jetzt vom ins Spiel springen gekommen sein, der Lag. Gucken wir mal, ob noch was kommt. Aber ich habe das Gefühl, wird nochmal passieren. Steht da hinten noch so ein Hansel? Mit so einem Schwert. Wie komme ich denn hier rüber überhaupt? Leute, wenn ich hier gerade am Computerprobleme fixen bin nebenher, ne? Habt ihr irgendwas? Vielleicht kann ich euch ja bei irgendeinem Computerproblem helfen. Dann kriegen wir eures vielleicht zumindest in den Griff, wenn ich meins schon nicht in den Griff krieg. Habt ihr auch irgendwelche Lags oder so?
Nein, es reicht nicht. Aber dafür kann ich jetzt das Zeug hier unten looten. Hundis, Hallöchen! Was habt ihr hier? Scherbe eines lebenden Gefäßes. Okay. Du nicht. Das ist schön, Marcel. Menschenknochensplitter. Okay. Hm. Wie komme ich hier hoch? Oh. Du bist ein bisschen ein größerer Hund, ha? Huh? Da hinten ist noch so ein Nackter, ne? Ja, gucken wir mal, was der macht. Ich glaube, ich bin das eine Mal hier durch dieses Dorf und habe festgestellt, okay, die wollen mir alle ans Leder. Was kann ich hier schon finden? Und bin dann umgedreht. Und habe gesagt, scheiß auf das Dorf. Ich hatte keine Ahnung, dass ich genau hier eine Geste finde. Da hinten, da liegt was. So, du bist nochmal so einer. Ah, vielleicht haben mich auch die geärgert. Ja, das wirkt fast so. Aua! Holy shit, er hat mich gekillt! Oh, weißt du was? Ich laufe hier einfach durch und schnapp mir den Loot da hinten. Was soll ich diese Boys hier killen? Was ist das überhaupt für ein nerviger Blödsinn? Mal wieder. Ah. Nein, so schlimm sind sie ja nicht. Ich hab's mir zu leicht gemacht. Ich dachte, ich krieg das hier easy hin, hab aber verkackt. Der spawnt ja nicht nochmal wieder, ne? Nee. Doch, der ist wieder da. Ja, dann lohnt sich's auch nicht, dass ich mir da das... Ich dachte, vielleicht sind die dauerhaft weg und dann... hat sich das erledigt. Aber in dem Fall... Lass mich mal durch hier. Schwerer gesprungener Topf. Schade. Nicht das, was ich gesucht habe. Können wir das bitte nicht machen? Ich suche doch nur einen kleinen Loot. Leute. Ich suche doch nur einen kleinen Loot. Hör auf. Hier ist aber auch kein kleiner Loot. Hm. Da hinten vielleicht? Oder? Einfach hier hinten entlang. Aha. Na, Geisterasche, Mist. Bingo, grüß dich. Nette Grüße aus Hamburg. Dankeschön, Grüße zurück. Grüße gehen nach Hamburg. Du dämlicher Köter. Okay, ich dachte, vielleicht finde ich hier hinter ihr noch was. Mist, die Game Lags sind immer noch da.
glaube, ich muss tatsächlich ganz kurz einmal den PC neu starten und gucken, ob das die Einstellung, die ich da vorhin gemacht habe, geholfen hat. Ich hoffe, ihr seid dann alle noch da. Abgelehnt. Thorsten, hi. Schön, dass du auch da bist. Schön, dass ihr alle da seid. Das freut mich. Ja, es ist halt... Es ist für mich Mist und es ist auch Mist für euch, das anzuschauen, wenn ich immer solche random Lag-Spikes hier habe. Die ja ganz offensichtlich... Oh, was ist hier hinten noch? Ist es das? Nein. Die ja ganz offensichtlich nicht von meinem System kommen. Weil egal wie viel auf dem Bildschirm los ist, ich habe beste FPS, ich kann mich hier umdrehen, in den Baum gucken, ich habe schönes, glattes Bild. Alles easy. Und einfach random zwischendurch kommt, habe ich, und mein, also wirklich, Standbild. Und ich weiß nicht warum. Es ist so furchtbar nervig. Was war denn das jetzt? Ich will hier rüber. Weg. Aber ich habe doch jetzt... Ich war doch jetzt hier an jeder Ecke. Das gibt's doch gar nicht. Muss ich gar nicht im Dorf suchen, sondern... Es ist in der Nähe des Dorfes. Was ist eigentlich da unten? War ich da jetzt schon? Ja. Ich glaube, da war ich. Ja. What the fuck? Ich höre Geräusche. Links über mir, glaube ich. Irgendwo da oben kämpft irgendwas oder so. Hier sind so hässliche Spinnenwesen unterwegs. Aber da hinten in dem Ding war ich doch schon. Da hinten ist so eine Höhle, da war ich schon drin. Ich renne doch jetzt nicht nochmal durch diese Höhle durch. Kerker von Bonnie. Was könnte halt schon sein, ne, dass ich da irgendwo was übersehen habe. Oh, das war die Nummer. Oh. Ah, okay. Bitte kurze Info. Muss ich hier runter? Ist es da unten irgendwo? Die Info brauche ich jetzt. Ich habe eigentlich keine Lust mehr, da runter zu gehen. Und ich würde es eigentlich nicht machen. Ja, buck du mich da unten ruhig. Na? Hilft mir keiner. Nein, ich will nicht googeln. Ich dachte, ihr wisst das. Aua. Okay, du glaubst nicht. Ich habe so keinen Bock, da runter zu gehen. Das wäre es jetzt gewesen, direkt hier am Anfang, ne? Also gehe ich hier wieder raus. Ich glaube jetzt... Also... Es würde mich... Ich weiß es nicht. Es könnte halt schon sein. Okay, das ist krass. Leute... Es ärgert mich sehr. Ich muss einmal neu starten. Moment, wir machen hier nochmal Stufe hoch. Kann ich nochmal? Jawohl, Stufe hoch. Jawohl, so.
So, Aufnahme läuft auch wieder. Spiel, ihr solltet alles sehen, alles sollte laufen. Okay, wir probieren es, ob die Einstellung geholfen hat. Also, Bonnydorf. YouTube-Chat ist auch connected. Okay, hat jemand... Lootgoblin, hi. Grüß dich. Hat jemand... So, ich will eigentlich... Wait. Geht's einen Brunnen runter? Was gibt's da unten? War ich hier schon mal? Ist was zum Lesen? Nee. Aufnahme läuft. Ihr seht das Spiel. Von hier war ich gekommen. Ah. Ach so. Na. Bist du dir sicher? Ich dachte... Moment. Ja, doch. Okay. Dann wird's dort nicht sein. Dam, 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 dam. Ab nach oben. Oh Mann, ey. Ja, dann schauen wir uns mal hier noch um. Ja, so langsam bin ich an dem Punkt, wo ich sage, hey, sagt mir einfach, wo das Ding liegt, weil das ist ja einfach nur ein random Rumgesuche hier gerade. Langsam bin ich an dem Punkt, an dem ich sage, jupp, hau mal die Info her. Guck hier hinten mal noch in die Ecke. Geht hier noch. Oh, nicht runterfallen. No. Okay. Da unten liegt was. Bei einem knorrigen Baum. Okay. Na gut. Dann halte ich mal Ausschau nach einem knorrigen Baum. Danke für den Hinweis. Das ist schon mal was. Hauen. Gibt es hier hinten einen Baum, der irgendwie so aussieht? Nee. Da hinten, da ist was. Huch, ach, er ist mir über die Brücke gefolgt. Okay. Oh mein Gott. Ah ja, das sieht... Oh, Dankeschön. Ai, wild. Ja, vielleicht hätte ich es irgendwann gesehen. Da hinten in der Ecke. Nein, umschalten. Wo ist es? Na? Es war doch so ein Hinknien und nach oben. Du hast es bekommen, ja, aber Marcel hat mir geholfen. Da.
Nice. Let's go. Das sieht ja schick aus hier. Oh, da hinten steht ein Kumpel. Da hinten steht ein Kumpel. Ah, das sieht nach Todesloch aus. Okay. Oh. Ein guter Baumwächter. Na gut, also, let's go. Wo? Wo? Keine Ahnung. Autsch. Okay. Nummer 1 erlegt. Und der zweite Streich folgt sogleich. Schön hier mit den Blumen und so. Autsch. Ah, das war die Nummer. Ich vergaß. Ups. Aua. Warte kurz. Mist. Aua. Gut. Die geben mir keine Runen. So, die haben zusammengehört, die beiden. Und jetzt kriege ich die Runen für beide. Okay. GG, dankeschön. Ja, 120.000, das ist jetzt nicht so viel. Ich möchte mich nicht zu früh freuen. Aber ich glaube, die Lags sind weg. Ich glaube, die Lags sind weg. Ich
Hätte nicht gedacht, dass ich unter Windows 11 nochmal mit einem Windows 7 Problem kämpfen muss. Niederer Erdenbaum. Was ist das? Altverbündete... Okay. Der Ort ist magisch. Es ist voll schön hier. Mir gefällt es auch sehr gut. Aber... Leute. Wart ihr schon mal in Baden-Württemberg? Bin gerade in Baden-Württemberg bei meinen Eltern. Sehr schön. Dann hast du vielleicht auch Schnee vor der Haustür. Wir haben hier eine ganze Menge Schnee gerade vor der Haustür. Ein Teil meiner Familie lebt dort. Nice. Was geht denn ab, Leute? Kommt ihr alle aus Baden-Württemberg oder was? Bin ich jetzt nur für den Heal hierher gekommen, oder? Da ist noch ein knorriger Baum. Schauen wir mal, was da geht. Goldener Zopf. Das ist ein Talisman. Erhöht die Resistenz gegen Heiligschaden bis ans Äußerste. Okay, könnte nützlich werden. Ursprünglich kommt meine Familie komplett aus dem Norden. Ah. Ja, also man muss schon sagen. Da ist es, also für mich persönlich ist es hier, ich finde es hier unten schöner. Bin nicht so der Flachlandtyp. Ich mag es, die Berge in der Entfernung zu sehen. Also jetzt habe ich ein bisschen... Oh, Frame Drops, aber zumindest nicht mehr dieses Standbild. Das ist ja schon mal was. Aber die Frame Drops könnten halt auch einfach an diesen Blumen liegen und dem Ganzen, was hier los ist. Wait. Warum bist du schon wieder da? Keine PowerPoint mehr. Ja, zumindest das. Ich verprügel den jetzt nochmal. Aus Interesse, ob ich nochmal 120.000 Seelen bekomme für den. Viel zu früh gesoffen gerade. Bleib hier. Nicht gut. Let's go. Ah,
Eigentlich sollten die nicht respawnen. Ich glaube, dass der vielleicht kein Respawn war, sondern dass es einfach drei von denen gibt. Das habe ich nicht aufgepasst. Ja, nee, der hat mir keine Seelen, keine Runen gegeben. Das hier ist wieder so ein Todesloch. Laden wir uns mal wieder auf. So. Ich bin gespannt, was hier auf mich wartet in der Ecke. Insekten. Oh je, Insekten. Ich hasse Insekten. In Spielen. Insekten in Spiel. Keine Freunde. Okay. Schildkröte. Entschuldigung. Wollte ich nicht. War aus Versehen. Aber jetzt habe ich schon draufgehauen. Lassen wir dich nicht mehr leiden. Wait. Aber hier geht's nur wieder. Achso, das wäre zum Runterkommen. Ah. Bitte nicht sterben. Okay. Das ist auch wieder ein hübsches Gebiet. Aber alles wieder viel zu ruhig. Ja, und hier, wo jetzt keine, nicht so viele Blumen sind, habe ich auch keine Frame Drops. Lag also vermutlich eher an den Blumen. Was ist hier so? Hi, hallo? Was seid ihr? Oh, nee. Finger. Was für Loot beschützt ihr? Irgendwas Sinnvolles? Nee, eher nicht. Was ist das? Was hängt da an der Wand? Ach, so Hände. Ja, ja. Okay. Kommen die Finger von hier? Hier wurden die Finger hier geboren, diese seltsamen? Kann das sein, dass das das Land der Finger ist? Keinen Bock auf euch, ne? Aber ich gehe weiter runter und dann kommt die Riesenhand, gegen die ich kämpfen muss. Was ist hier? Warum lo... Warum leuchtet es hier? Oh, ja, 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 ja. Ich habe es mir fast gedacht. Alright. Komm her, mein Bester. Kann ich dich noch, ist die Frage. Kann ich dich noch? Ja, okay. Oh, shit. Nicht so richtig in dem Fall. Ich kann sie nicht mehr so richtig.
Aber kriegen wir hin. Also das Vieh. Ich habe es auch gehasst im Hauptspiel. Schlimmstes Vieh. Aua. Ja, da kommt zweimal, da muss ich ein bisschen weg von ihm. Ah, das war die Nummer. Ah, fuck. Falsches Timing. Komplett falsches Timing. Kommst du wieder in deine Grube? Oder kämpfen wir jetzt da oben? Es klappt nicht. Mist. Wie war denn das noch? Aua? Wann hast denn du so eine Reichweite, ey? Mist, voll reingehüpft. Shit. Yes, Sir! Na bitte, geht doch. Gravitationsrakete. Ah, Starship. Werden wir zu Elon Musk hier an der Stelle. So, jetzt sollte ich eigentlich kurz zur Gnade. GG, Dankeschön, Leute, danke. Die ist ja gleich hier oben.
glaube, ich dürfte einmal leveln können. Jo. Ich will nicht mit Fingern kämpfen. Die waren eklig. Wait, die waren außerdem im Hauptspiel. Das ist hier alles eher so ein bisschen Hauptspielgedöns. Alles, was hier unterwegs ist. Seltsam. Was seid ihr für Bollen? Okay. Alles so fingerig hier. Fingerruinen von Deo. Okay, hier kommen auf jeden Fall die Finger her. Au! What the fuck? Holy shit! Nee, 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 lass mal. Kommt jetzt hier noch eins? Es kommt einfach noch eins. Moment. Der feuert jetzt wieder so ein Ding auf mich. Ah, und hier sind zwei, die sowas auf mich feuern. Ach du Schande. Ah, Hilfe. Komm her, du. Ey. Nee, 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 nee. Was habt ihr für hässliche Augen und was seid ihr überhaupt? Und Gift könnt ihr auch noch. Oh oh. Ich denke, ich sterbe jetzt. Ah, ganz knapp. Nein, verdammt. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich weiter darunter rennen will. Ob ich Bock habe, jetzt mich dadurch zu schlagen? Hallo, Fingerchen. Komme ich vielleicht irgendwie außen rum, wenn ich nicht den Hauptweg nehme, dass ich einfach chillig an euch vorbeilaufen kann? So, das passiert ja erst da unten. Um Gottes Willen. Ich mache mir jetzt schon Gedanken, wie ich da irgendwo dran vorbeikomme, obwohl ich noch nicht mal da bin. Ja, ich kann mir vorstellen, warum man da einen Jumpscare kriegt, aber ich habe es irgendwie ganz gut verkraftet. Hat mich nicht ganz so überrascht. Die Aktion. Ist halt alles voll von den Dingern, ne? Scheiße. Will ich überhaupt da runter? Ist da irgendwas Spannendes? Weiß ich nicht. Hauptsächlich will ich eigentlich hier in die Mitte. Und irgendwie so an denen vorbei, dass nicht diese mit den lila Strahlen auf mich ballern. Oh fuck, jetzt habe ich mich erschrocken. Jetzt habe ich mich erschrocken. Aber hier ist keins in der Nähe. Was Gutes. Woo! Ist das die Mitte? Ja. Muss ich hier draufhauen? Nee. Was ist das hier?
Hier geht ja gar nichts. Absteigen. Oh, okay. Die hängende Glocke. Nein! Kannst du mal bitte aufhören? Ich bin beschäftigt. Himmelssamen-Talisman. Wait, what? Verstärkt die FP-Regeneration von Flaschen mit Himmelstränen deutlich. Wayne? Die Quest, von der du gesprochen hast. Aha. Und jetzt? Hier passiert ja gar nichts. Dürfte mich auch noch teleportieren, also... Hä? Ich bin unterwältigt. Hä, war auch meine Reaktion. Okay, gut. Schön, dass ich nicht alleine bin. Gucke ich doch nochmal kurz da runter, da vorne. Ah, wobei. Nee. Nee. Tu mir das nicht an, da durchzureiten. Aber... Hä? Sollte ich da jetzt... Habe ich... So, muss ich da nochmal rein? 30 Mal im Kreis rennst, dann passiert was. Kein Dungeon, kein Boss. Ja? Ich dachte jetzt kurz, die Hände gehen voll auf mich los, aber... Nee. Ah, du musst noch die anderen Fingerruinen finden. Was? Nee. Oh. Aha. Da wollte ich ja eh mal hin. Stimmt, das wäre jetzt das nächste gewesen, wo ich noch vorbeigucken muss. Aber wisst ihr, was wir zuerst machen? Wir sagen mal ganz kurz. Pascals Kumpel, hallo. Brutus. Der hieß doch Brutus, oder? Ja. Ah ja, anvisieren war ja nicht bei den Drachen. Hoppla. Auf die 12. Autsch. Ah ja. Ja. Alles gut. Wir gucken uns das hier nur mal an. Nee, nicht zweimal.
Verdammte Axt. Der ist schon wieder, echt jetzt? No! Aua. Ich will dem gerne eine auf den Köpjes geben. So auf den... Wo ist denn sein Schädel eigentlich? Es ist nicht erkennbar, das sind seine Eier. Ich will eigentlich an seinem Schädel. Wo? Da? Nope. Ah, aua. Uah. Auf die 12. Ey. Huhu. Hoppala. Oh nein. Oh. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich habe irgendeinen coolen Talisman, der mir ein bisschen Feuerschaden reduziert. Hatte ich da nicht so einen... Bis ans Äußerste, genau. Das ist doch Feuer, was der macht und nicht Blitz. Oder ist das eine Combo? Die schönen Feuertexturen anschauen. Ah. Ah, das ist eine Combo. Kann ich mittlerweile den ablegen? Nein, kann ich nicht. Schade. Maximalen Lebenspunkte. Mm. Schauen wir mal, ob ich ein bisschen weniger Damage durch seinen Brutzel bekomme. Hi! Ja, das ist jetzt vertretbar. Ja, ich will eigentlich nicht auf deinen Stummel hauen. Ups. Ey, aber es killt mich nicht mehr komplett. Oh, 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 knapp. Ah, dreimal, okay. Ja, wo? Oh. Nein, alles klar. Oh. Mist, zu spät. Wo ist seine Rübe? Da. Ich krieg ihn nicht. Ich treffe ihn nicht so, wie ich ihn gerne treffen würde. Ich weiß noch nicht, wann ich seinen... Ah, da muss ich durchrollen, glaube ich. Auf ihn zu durchrollen. Dann müsste es gehen. Auf deine Zehennägel. Ah, und hier bin ich mir auch noch nicht sicher. Aber das ist schon mal wesentlich weniger Damage. Oh! Die Nasenspitze. Was machen wir jetzt? Mist. 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 Hallo? Herr Brutus?
Oh oh. Es ärgert ihn. Es ärgert ihn. Oh, er kriegt Flügel. Jetzt kann er fliegen. Okay. Ah ja, das. Ich erinnere mich. Ah. Oh, aua, 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 aua. Ah, zu früh gerollt. Mm. Auf die Eier, dass du noch irgendwas tun kannst, wenn ich dir auf deine wichtigsten Teile hau. Oh, wird richtig hart, ey. Ich mache ihm auch kaum Schaden. Mit der Axt. Mit der Axt, also mit der Axt, mit der Keule mache ich ihm kaum Schaden. Ah. Ah. Ist das, was ist das hier? Das ist ein Hammer. Und das andere, was ich mir gemacht habe, ist ein Schwert. Standard Stich. Riesenschwert, Standard Stich. Und das hier. Schlag. Ich würde mal probieren. Schauen wir mal. Oh, warte. Erstmal gucken. Das ist jetzt eine große Last. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Mittlere Last. Wunderbar. Ich guck mal, ob ich mit dem Ding ein bisschen mehr Damage mache. Wahrscheinlich nicht, aber. Aua. Ah doch, mit dem mache ich ihm, glaube ich, mehr Damage. Achso, nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich glaube, das Ding macht mehr Schaden. Was liegt hier eigentlich für Loot rum? Klar, easy. Hoppla. Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Nicht gut, nicht gut. Oh, ouch. Lauf. Uah. Oh, schade, zu spät gedrückt. Wo ist er? Da. Und was passiert? Womf! Oh, schon wieder zu spät gedrückt. Komm her, mein Guter. Ah, Mist. Oh oh, ouch. Ungeschickt. Mach mal nicht. Oh, Laser. Oh, oh, ich weiß nicht. Wo ist er? Hilfe, es passieren Dinge. Oh, shit. Oh, mein Gott, ey. Komm her, du. Ah, Mist. Ups. Hm. Schade. Ja, das hatte ich, glaube ich, nicht genug Ausdauer einfach.
Ah, shit. Ah, das tut jetzt wahrscheinlich weh. Oh. Lucky. Minimal Glück gehabt. Ah. Oh, ah, ja, das magische Magnetfeuer. Oh nein, ich bin tot. Ja, das geht gut mit dem Ding. War effektiv, ja. Auch wenn ich komplett in Panik manche Attacken von ihm gedodged habe und ich keine Ahnung habe wie. Ah, das war zu früh gerollt. Oh, aua. Nein, darf ich kurz den trinken? Danke. Ja, ja, alles gut. Ich müsste mal ganz kurz heilen, bitte. Danke. Und jetzt können wir. Spät. Mist. Ah, schade. Komm. Da war der Start schon irgendwie nicht ganz so schön gelaufen. Bad. Ob ich da drüber hüpfen kann? Mist. Mist. Das, ja, okay. Ich vermute mal, es ist sehr normal, dass man ihm so wenig Damage macht, ne? Zu spät. Oh, ich darf... Oh! Da habe ich weiter stehen dürfen. Ah, schade. Habe ich den Waffenboost jetzt aktiv? Autsch. Warte mal kurz. Habe ich den aktiv? Wo sehe ich das? Mist. Oh, wait. Kann ich ihn... Man kann doch eigentlich diesen Drachen immer ihren Schwanz abhacken in diesen Spielen. Oh... Nein, oh, ich war schon im Schlag drin. Ich wollte eigentlich abhauen. Mist. Ach, come on.
Ich hätte es nicht versuchen sollen. Ah, nee, das war ein anderer. Das war ein anderer Angriff, als ich dachte. Komm. Nein, zu spät. Das ist voll krass. Warum bin ich hier immer zu spät dran? Pack deinen Schwanz ab. Oh, shit. Komm, hack ihn ab, den Schwanz. Ah, schade. Ah, Mist, ja, ich war in Gedanken gerade beim Hans Schwanz abhacken. Oh Gott. Wo bist du, Kumpel? Da. Zloop. Autsch. Okay, nein. Ah, nee. Ah, nee. Ah. Ich bin abgefackelt. Am besten wäre es, wenn er den Feuerschweif am Anfang macht. Den er nicht immer macht. Doch, macht er. So, kann ich hier... Ja, wenn ich da durchroll und dann diesen Trank schlucken und dann im richtigen Moment ausweichen, weil dann habe ich eigentlich genug Zeit. Okay. Das war der Schnapper. Kann man ihm den Schwanz abhacken? Es würde mich wirklich interessieren, ob das geht. Lass mich mal... Hallo, lass mich doch ganz kurz... Ach. Ich will das doch nur probieren, danach können wir nochmal von vorne anfangen. Hey. Zwei Mana Flasks? Was? Ich habe zwei Mana Flasks? Oh, in Elden Ring kann man keine Drachenschwänze abhacken. Ehrlich? Oh, das ist aber schade. Falsche Richtung. Ja, dann brauche ich es auch nicht probieren, ne? Oh, schade. Seine Rübe ganz knapp verpasst. Ah, Mist. Komm. Mist. Oh, wait. Er liegt ja. Nein, ich bin zu spät. Ah, schade. Da muss ich noch ein bisschen rausfinden. Mist. No, 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 no. Jetzt bin ich schon gefangen drin, ne? Shit. Das geht nicht. Wenn er sich verwandelt, muss ich weglaufen und dann vor seinen Laserdingern weglaufen, weil ansonsten, da kriege ich viel zu viel Damage. Da muss ich abhauen. Das kriege ich nicht hin. Oh, warte. Flaschen, Aufladung verteilen. Nee. Nur, ich brauche aber gar keinen bestätigen. Brauch keine Mana Flask.
So, oh, jetzt macht er einen anderen Brutzler. Okay. Huch. Ah, ärgerlich, dass der daneben ging. Ich sehe nicht, was passiert, aber es ist egal. Sehr gut. Ah, ich habe gesagt, ich muss weglaufen und bleibe einfach drin stehen, ne? Ah, und jetzt sauf ich auch noch. Ich bin so ein Depp. Okay, es war lucky, weil ich an der Wand war. Sehr gut. Normal wäre ich jetzt tot. Ja. Welchen Brutzler machst du? Keinen Brutzler. Das ist gut. Zack, saufen. Ah, schade. Ich bin noch nicht so ganz... Ich habe nicht die maximale Anzahl an Flasks. Really? Warum habe ich... Was musste man nochmal sammeln, dass man die erhöht, die Anzahl? Warum habe ich die nicht? Warum fehlt mir da eine? Kein Bock mehr gehabt oder so. Schade. Ah. Ja.
Huch. Ey. Hey. Mach mal kurz ein bisschen chillig. Oh, er hat voll Bock. Er hat so richtig Bock. Schade, was ist denn jetzt? Hat ihm nicht so gut gefallen, dass ich ihn am Anfang so gut erwischt habe. Ah ja, jetzt weg. Okay, alles klar. So. Zeig mal her. Oh, shit. Ach so, das war das. Mist. Zu spät. Ah, okay. Zweite Phase kommen da zwei. Scheiße. Und er macht zweimal hintereinander den gleichen. Und macht dann noch einen Magnetbrutzler. What the fuck? Holy shit! Oh, da will er aber auch. Oh, keine Ahnung. Ah, Hilfe! Es passieren wieder Dinge. Ja! Ist seine zweite Phase hart. Zwei waren vor Gideon Ofnir. Oh, Gideon. Welcher? War das der Kumpel mit seinem... Der Besowski oder was? Der Säufer? Nee, war das ein Säufer? Ich weiß es gar nicht. Der kleine Fingerkult-Anführer, oder? War das doch... Überall, hi. Ah. Schade. Muss er genau in dem Moment seine Rübe wegziehen. Der gute Drache. Ah, was ist das hier? Wie weicht man dem aus? Das ist voll komisch. Okay. Also die Hitboxen hier sind wild. Eieiei. Ah, das war ein Schnappen. Dachte, er spuckt vielleicht. Ich bin nur am Saufen. Ich bin nur am Gegensaufen. Sonst mache ich gerade gar nichts. Ich habe nichts gesehen und weiß nicht, was hier los ist. Ich habe ihn aus seinem Angriff rausgeprügelt. Oh, lauf, reicht's noch? Oh, ja, es reicht noch. Komm, wir geben dir noch eine. Ah, schade, hat nicht gereicht.
Irgendwas explodiert hier. Das war doppelt, ne? Ja. Oh, shit. Wo bin ich? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Wichtig. Und jetzt einmal den hier. Und noch einen auf die 12. Nein! Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Brauch Ausdauer. Ich weiß nicht, was passiert. Irgendwas explodiert oder so. Oh. Auf die Nase. Oh oh. Aua, nee, zu panisch. Ah, Panik, die Panik. Wo ist er? Wo ist er? Was macht er? Oh, Laser! Oh, Mist. Wo ist er denn? Ah, ich sehe nichts. Es ist alles voll mit Feuer. Ich weiß nicht, wo er ist. Hilfe! Nein, nicht. Ah, bitte. Nein, aua. Oh, schade. Oh, ganz schön wilde Nummer, ey. Aber es geht voran, auf jeden Fall. Es geht gut voran. Es geht gut voran. Aber wisst ihr was? Ich brauche eine kleine Pause. Und wir machen jetzt, da die Aufnahmen ja super funktionieren, kann ich ein Outro für YouTube sprechen, auch wenn ich denke, dass ihr ja alle Bescheid wisst und es mich riesig freut, wenn ihr diese Videos anschaut. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.